Jo Leute, was geht ab? Und wir reagieren heute auf ein neues Video von Wissenswert, und zwar 8 unglaubliche Dinge, die Hitler bauen ließ. Ich bin sehr gespannt, man hat ja vieles gehört, aber vielleicht gibt es da noch Sachen, die man noch nicht wusste. Abonniert den Channel, ganz kostenlos, und wir wissen, er war größenwahnsinnig, also kann ich mir gut vorstellen, dass es so surreale Dinge sind, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Wir starten direkt ins Video. Dass Adolf Hitler größenwahnsinnig war und riesige Bauwerke errichten ließ, ist bekannt. Der deutsche Diktator ließ allerdings auch Dinge bauen, von denen man so noch nie gehört hat. In diesem Video zeigen wir euch nachher 8 unglaubliche Dinge, die Hitler bauen ließ. Euch erwarten unter anderem das längste Gebäude der Welt, eine unterirdische Superkanone oder ein Gegenstand, den viele von uns tatsächlich jeden Tag nutzen. Also bleibt unbedingt dran. Hier bei Wissenswert beginnen wir mit der Nummer 8 und einer Sache, mit der man Hitler wohl kaum in Verbindung bringen würde, und zwar Spielzeug. Auch wenn es heute unglaublich klingt, dass Politiker Kinderspielzeuge bauen lassen, um so schon die Kleinsten von ihrem Weltbild zu überzeugen, so hat man dies im Dritten Reich tatsächlich getan. Und das nicht zu knapp. Denn Hitler ließ Figuren von sich und anderen Persönlichkeiten des Dritten Reichs bauen, sondern auch beispielsweise Swastikas, einem SA-Mann als Kuscheltier und zahlreiche Brettspiele mit sehr umstrittenem Inhalt. Ein Spiel, bei dem es darum ging, Juden aus der Stadt zu scheuchen, war dabei wohl die geschmackloseste aller Spielwaren, die in dieser Zeit gebaut wurde. Weiter geht's mit der Nummer 7. Du hast dich bestimmt wohlgefühlter damals. Nein, aber ich meine, auch die Leute, die das gekauft haben, die müssen ja dann schon richtig überzeugt davon gewesen sein. Also, ich kann sowas nicht verstehen. Einer unterirdischen Superkanone, die den Namen Fleißiges Lieschen trug. Für diese Superkanone wurden im besetzten Frankreich unterirdische Spuren gegraben, in denen sie dann in Stellung gebracht wurde. Mit einem ausgeklügelten Hochdrucksystem sollte die V3 dann in der Lage sein, 140 Kilo schwere Geschosse bis nach England zu feuern. Ach du Scheiße! Ja, die haben das zerbombt, oder? Möglicherweise nie. Es wurden zwar mehrere Anlagen errichtet, die teils sogar noch heute zu besichtigen sind, aber die Superkanone an sich konnte von den Alliierten zerstört werden, bevor sie ernsthaften Schaden anrichtete. Kommen wir nun zur Nummer. Ich verstehe doch nicht, der hat gefühlt an 100 Ecken irgendwas probiert. Ja, es wirkte dann auch teilweise planlos, was er da gemacht hat. Es gab ja auch so ein, vielleicht gibt es das noch, so ein Riesendings, wo er im Akkord V2 herstellen wollte. Ich verstehe nicht genau, was das für den ganzen Sinn ergab. Ich meine, er musste sich doch bewusst gewesen sein, dass er nicht an 100 Baustellen arbeiten kann. A6 und dem tatsächlich längsten Gebäude der Welt, dem Koloss von Prora. Die NSDAP ließ ab dem Jahr 1936 nämlich auf der Insel Rügen einen unglaublich langen Gebäudekomplex direkt am Meer errichten. Dieser sollte allerdings keine Kriegswaffen oder Soldaten beherbergen, sondern tatsächlich einfach nur Urlauber. In dem 4,5 Kilometer langen Gebäude sollten deutsche Familien direkt an der See entspannen können. Und insgesamt das Gebäude ist 20.000. Das Gebäude ist 4,5 Kilometer lang. Ach du Scheiße. 4 Kilometer? Das sind 4.500 Meter. Sollten hier 20.000 Menschen gleichzeitig unterkommen. Deutschland dann allerdings Dorf kurz eigentlich nach der Eröffnung in Polen einfiel, war an Urlaub nicht mehr zu denken. Und so stand der 4,5 Kilometer lange Gebäudekoloss eine lange Zeit leer und verfiel. Einige Teile wurden später sogar abgerissen. Mittlerweile ist jedoch wieder Leben im Koloss von Prora eingekehrt. Denn hier befinden sich seit einiger Zeit Ferienwohnungen mit Mehrblick, die zu einem Quadratmeterpreis von 4.000 Euro verkauft werden. Auf der Nummer 5 befindet sich eine Erfindung, die vermutlich die meisten den USA zuschreiben, die aber tatsächlich auf Anweisung des deutschen Diktators erbaut wurde. Denn obwohl zu Zeiten des Dritten Reichs natürlich verschiedene Staaten an Lösungen forschten, um den Antrieb von Flugzeugen zu verbessern, wurde in Deutschland schließlich als erstes etwas gebaut,
das normale Propellerflugzeuge alt aussehen ließ, nämlich der erste einsatzfähige Düsenjet der Welt. Der Düsenjäger mit dem Namen Messerschmitt ME-262 konnte nicht nur bis zu 900 Stundenkilometer schnell fliegen, sondern war gleichzeitig auch noch viel wendiger als alle anderen Flugzeuge seiner Art und daher unglaublich futuristisch. Nachdem den USA und der Sowjetunion einige der Düsenjets samt Baupläne in die Hände gefallen waren, entwickelten sie die Technik weiter und schon nach kurzer Zeit sitzen fast alle. Die haben dann einfach nur die Pläne von denen genommen und die dann einfach weiter. Okay, ja gut, aber das ist natürlich. Hätte ich nicht geglaubt, dass das... Übrigens sind einige der originalen Messerschmitt ME bis heute erhalten geblieben und wurden teilweise sogar so restauriert, dass sie wieder flugfähig sind. Weiter geht's mit der Nummer 4. Fliegen da wirklich nur Leute? Damit ist ziemlich nice. Funktionsfähigen digitalen Computer der Welt, der 1941 in Berlin gebaut wurde. Der von Konrad Zuse erfundene Z3 brachte eine ganze Tonne auf die Waage und hatte eine für heutige Verhältnisse lächerlich geringe Prozessorfrequenz von nur 5 Hertz. Sein Speicher fasste etwa 64 Worte Text. Immerhin beherrschte der Z3 aber alle Grundrechenarten. Was sich heute absurd nicht anhören mal, mag... Nicht mal noch KB oder so, nur Text, nicht mal Byte oder so. Also da war man noch weit entfernt davon. Dennoch ist es ein Wahnsinn, wie sich dann eigentlich, wenn man neben den 80 Jahren das Ganze... verändert hat. Also damals ja schon in den 80ern, 70ern, 80ern waren ja Computer schon wichtig, um irgendwelche Dinge zu berechnen, die Menschen länger oder viel länger gebraucht hätten. Und ich finde das schon ziemlich ein Wahnsinn, dieser Wandel. Tatsächlich der Grundstein für die komplette Computertechnologie, die wir heute kennen. Nachdem der Z3 bei einem Flugzeugangriff allerdings zerstört wurde, verlor der Erfinder Konrad Zuse den Beweis dafür, dass er es war, der den ersten richtigen Computer auf der Welt gebaut hatte, weshalb seine Geschichte heutzutage vor allem im Ausland kaum bekannt ist. Allerdings befindet sich immer noch ein funktionsfähiger Nachbau des Gerätes im Deutschen Museum in München, den der Erfinder persönlich 1962 anfertigte. Auf der Nummer 3 befindet noch mal gebaut, ein völlig größenwahnsinniges Bauprojekt des Dritten Reichs. Germania, oder? Und zwar die Welthauptstadt Germania. Hitler wollte nämlich Berlin zu einer Hauptstadt über das habe ich meine Doku gesehen umbauen lassen und plante zu diesem Zweck gigantische Bauten, von denen die sogenannte Große Halle wohl das Unglaublichste war. Die weltgrößte Kuppelhalle mit edlen Materialien wie Marmor und Granit sollte 17 mal so groß wie der berühmte Petersdom in Rom werden und Platz für bis zu 180.000 Besucher gleichzeitig bieten. Nur für die Bauarbeiten an dieser Halle waren 8.000 Arbeiter geplant, die bis 1950 an dem Projekt bauen sollten. Außerdem plante Hitler für seine Welthauptstadt gigantische Bahnhöfe, die sogar die Grand Central Station in New York bei weitem übertreffen sollten. Oder der sogenannte Führerpalast, der unter anderem ein 900 Quadratmeter großes Arbeitszimmer für ihn selbst beinhalten sollte. Das ist so mächtig, Leute. 500 Meter langen Gang erreichen lassen können sollte. Ein weiteres Highlight sollte ein Triumphbogen werden, der 12-mal größer sein sollte als der Arc de Triomphe in Paris. Nachdem 5 Jahre lang wirklich am Projekt der Welthauptstadt Germania gebaut wurde, musste es schließlich aufgrund des Krieges abgebrochen werden. Und so kam es nie zum Bau, der wirklich spektakulär. Ich frage mich, wo die gebaut haben. Also gibt es da heute noch irgendwas, was da noch steht? Ich meine, irgendwo ein Triumphbogen oder so, der 12-mal größer ist, hat man, glaube ich, in Berlin noch nie gesehen. Auch die Riesenkuppel ist nie zustande gekommen. Also sorry, aber alles, was dieser Mann angefasst hat, hat irgendwie, ist nie zu Ende gegangen. Ich meine, ist natürlich oft der Krieg schuld, aber trotzdem, ich meine, das ist ein bisschen... Gucken wir mal weiter.
meisten Bestandteile. Einige Überreste des Projekts, wie unterirdische Tunnel, findet man aber immer noch heute in Berlin. Dass Hitler nicht nur gigantische Gebäude mochte, zeigt die Nummer 2. Der deutsche Diktator hatte nämlich, wenig verwunderlich, auch ein Faible für übergroße Panzer und Geschütze, die alles toppten, was es für übergroße Panzer gab. Der P-1000 mit dem Spitznamen Ratte war beispielsweise ein 1000 Tonnen schwerer und unfassbare 11 Meter hoher und 35 Meter langer Panzer, der Platz für über 20 Soldaten bot. Insgesamt 13 Geschütze waren hier für Angriffe und die Verteidigung vorgesehen. Dagegen wirkte der Panzerkampfwagen Maus, der mit seiner Masse von 180 Tonnen auch schon gigantisch war, nahezu winzig. Weil diese größenwahnsinnigen Kampfmaschinen jedoch nicht praktikabel waren, wurden oft nur wenige Prototypen gebaut oder es blieb sogar nur beim Entwurf. Ein Modell, das es tatsächlich bis in den Einsatz schaffte, war der sogenannte schwere Zug. Dieser Zug, wie heißt denn der? Gustav? Das weltgrößte und aufwendigste mobile Geschütz, das es jemals gab. Der Gustav kennen nämlich, die eine Map in Call of Duty World War II. Eisenbahnzügen transportiert werden und mehrere Bauteams brauchten dann nochmal 50 Stunden, bis das Geschütz aufgebaut war. Auf der Nummer 1 befindet sich eine Erfindung, Nachladen hat wahrscheinlich ewig gedauert und ich weiß nicht, ob man... Ja, größer ist nicht immer besser. Nutzen, die allerdings tatsächlich in der entstand. Es geht nämlich um die sogenannten Rückstrahler an Pedalen, die auch als Tretstrahler am Fahrrad bekannt sind. Dies sind gelbe Reflektoren, die sich an allen Fahrradpedalen befinden und so zu einer erhöhten Verkehrssicherheit beitragen. Tatsächlich wurden diese nicht nur von Hitlers Schutzstaffel erfunden, sondern Hitlers Vertrauter Heinrich Himmler, der damals Chef der deutschen Polizei war, führte dies auch verpflichtend für alle Fahrräder ein. Und somit haben wir es dem grausamsten Kapitel der deutschen Geschichte zu verdanken, dass man heutzutage als Fahrradfahrer im Dunkeln gut gesehen werden kann. Das war's nun auch schon mit 10 unglaublichen Dingen, die so wirklich im Dritten Reich gebaut wurden. Lasst uns doch mal eure Gedanken zu diesen Bauwerken in den Kommentaren wissen. Diese 2-3 guten Sachen können halt nicht das überschatten, welches Leid die da den Menschen angetan haben. Es tut mir leid, also ich meine, das hätte man dann vielleicht 10, 15 Jahre später auch erfunden. Und also es ging aus dieser Zeit nicht viel Gutes hervor und trotzdem finde ich das sehr traurig. Krieg hilft nie und das ist leider auch die Message. Ich finde, Krieg ist nie eine Lösung und es gibt keinen Gewinner nach einem Krieg. Ich meine, es geben zwar Staaten, die sagen, ja, wir haben gewonnen, aber ihr habt Menschen verloren, ihr habt Leid, ihr habt, keine Ahnung, Hungersnöte, Schmerzen, Tod und das ist einfach nicht zu verkraften mit, ich finde das einfach nur traurig. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, abonniert gerne den Channel kosten und schaut auch unbedingt gerne auf TikTok und Instagram vorbei. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.